Damit herzlich willkommen zu einem neuen 360-Video in der Serie Locorama. Ein Video gibt es ja schon draußen, jetzt bin ich nochmal da, also es ist unter der Woche, wir haben keine Gäste da und habe quasi die ganze Locorama für mich selber. Und wir werden ein paar besondere Aufnahmen machen, so wie das. Wir sind jetzt in dem Leichtstahlwagen von der SBB, da kommst du normalerweise hier nicht rein. Ich habe einen Schlüssel gekriegt und darf jetzt rein. Und kann jetzt ein bisschen genauer das Areal begutachten, euch Details zeigen. Ein paar Interviews und noch vielleicht ein paar Looks im Detail zeigen und auch reingehen. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise erstmal viel Spaß mit dem Video und dann mit dem, was noch kommen wird, hier mit der Locorama und mir. Bis denn da. Ja, wie ihr der Wiederbeschreibung, wie ihr den Titel ja schon entnehmen könnt, geht es in dem Video speziell um die AE66. Ich hatte das Glück, dass einer der drei Besitzer der Kantonslok Luzern da gewesen ist und da hat er mich in die Lok reinlassen. Ich habe durch den Maschinenraum gehen dürfen, habe mit ihm ein Interview gemacht, ihm einen Führerstand, und zwar den da hinten, auf dem wir jetzt gerade zugehen. Und da dachte ich, mache ich für die AE66 ein eigenes Video, um die mal im Detail zu beleuchten. Mache ich mit den restlichen Loks nett, außer es ergibt sich, aber ich dachte, für so eine schöne Lok mit den schönen Verzierungen mache ich ein eigenes Video, damit ihr da ein bisschen Insight habt. Also, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Interview. Kleines Vorwort, ich hatte leider Tonprobleme, deswegen ist der Ton nicht so geil. Aber es sollte trotzdem hörbar sein. Also, bis gleich. Die Lokomotive, sogenannte Gotthard-Lokomotive, hat eben gesagt, das sind damals den neuesten Stand ausgerichtet, die elektrischen Loks gewesen. Sinn und Zweck bei der SBB, mit mehr Kraft, mehr Last an den Gotthard oder über den Gotthard zu fahren. 1955 wurden die erste Serie, 25 Stück bestellt. Es gab zuerst drei Modelle. Eines Modell war mit geteilten Kaschen, wurde aber später nicht mehr benötigt, weil die Radien genügend groß waren, dass die Reibung von den Rädern und Achsen keine Probleme gab. Da haben sie 25 Stück bestellt, das sind die sogenannten Kantonslok. Uri Schwitz und Unterwalden waren programmgemäß die ersten. Sie hatten Zierstreifen, Schweizer Wappen vorne, und das Wappen vom Kanton mit dem Namen drüber ist dann wie ein Symbol geworden und die Maschine wurde beliebt, gerne gesehen und von den Lokführern sehr geschätzt. Sie war kraftvoll, konnte bis 65 km am Berg mit Volllast anfahren, also weiterfahren, zu nah drüberfahren. Und auch für den Winterbetrieb ist sie gut eingerichtet, hat zusätzlich Sandabwurf vor die Räder, dass sie mit an Signalen anfahren können mit der vollen Last. Das wurden dann bis 66 die 125 Stück ausgeliefert an die SBB und sie hat sie für den Schwerverkehr benutzt. Schwere Güterzüge oder auch schwere Schnellzüge. Damals gab es ja noch keine Intercity-Züge, Schnellzüge. Die Wagen waren auch ja älter und das waren schwere Wagen. Da waren die Loks ausgezeichnet und für die SBB sehr betriebsfähig und im Einsatz. Nach dieser Zeit wurde dann eben die elektronische Entwicklung immer größer und besser. Die Überholung, die Revision von solchen Lokomotiven ist aufwendig heute und kostspielig. Darum hat man sich dann auch für mehr in die Elektronik eingesetzt und hat die Loks abgegeben an die Cargo. Das ist da die Güterbahngesellschaft Cargo. Die hat die Loks übernommen für ihre Güterzüge. Und im Jahre 1990 wurden schon die ersten
20, 30 Stück entweder versucht zu verkaufen oder verschoppen. Der Shoppreis von unserer Lok war im Kreis August 80.000 Franken. Ein guter Eisenbahnfreund in Gelterkirchen plus ich und noch ein anderer Kollege zu dritt haben wir die eine Lok versucht zu kaufen. Das war aber schon nicht mehr eine Kantonslok, schon eine Städtelok. Es waren auch dort schon bald die letzten nur noch vorhanden. Sie standen herum im Güterareal Limmatal oder zwischen Olten und Aarau in den Abstellgleisen und wurden dann von dort entweder verkauft oder eben zum Shop gefahren. Ab diesem Platz wurde die letzte Städtelok noch gekauft, das haben wir gekauft. Dieser Herr, der die Hauptsache bezahlt hat, der hat eben noch eine Kantonslok gehabt und das war die Luzern. Und dann haben wir gefragt, ob wir nicht könnten tauschen, dass die Kantonslok hier ist, zum Zeigen im Museum und die Städtelok er zu Hause hat. Das wurde dann verschoben nach Bayern. Nach Bayern? Ja, nach Bayern. Dort steht auch ein Museum, ein Privater hat da Lokomotiven von der WLS und eben auch von der SBB. Rangierlok und so Städtelok ohne Zierstreifen. An diesen Kantonsloken sind dann in den letzten Jahren Verschiedenes gestohlen, abgeschraubt worden, zum Teil aufgebrochen worden, Steuerräder gestohlen worden, alles Mögliche. Das sind Fans gewesen. Die Lok hat dann mehrere fehlende Punkte gehabt. Was ist bei der hier passiert? Oder bei uns generell bei Bei den Lokomotiven, die waren einfach beliebt. Ne? Das war so ein richtiges Schweizer Wahrzeichen, die Maschinen. Auch im Ausland waren sie beliebt. Dann haben wir die Städtelok da nach Hohenzau gebracht, mit dem Wunsch, dass wir da einen Platz kriegen. Der Platz muss bezahlt werden da für die Loks. Und jedes Jahr kostet das einfach 800 Franken. Liegerplatz, wenn man sagt, die Lok. Es ist ein Außenplatz und nicht ein Innenplatz. Und darum bestreiten wir drei den Betrag jedes Jahr. Und ich bin einfach zuständig geworden, den Unterhalt der Maschine einigermaßen aufrechtzuerhalten, Außenreinigung und so. Aber da es vieles gefehlt hat, einmal Wappen, Zierstreifen sind weg gewesen. Roststellen stark, habe ich dann vor 8 Jahren den Angriff genommen und mir gesagt, ich werde die Lok aufwischen. Zumindest mal von außen. Das hat man ja gemacht. Ich habe mir da alle Mühe gegeben, praktisch. Ich würde fast sagen, etwa um die 2.500-3.000 Stunden habe ich da hingelegt, weil das Arbeiten im Außenbereich ohne Gestell um die Lok, ohne verfügbares Material, wurde dann einfach aufwendig. Kam der Regen, zwei Sommerpack und wieder nach Hause gehen. Ja. So war es dann. Ich habe Bilder leider auf dem Material. Die starken Rochstellen habe ich dann in Angriff genommen. Ein Autospengler hat mir das Material gegeben für die Löcher, für das Ausbessern. Er hat mich instruiert, schleifen, dann grundieren mit dem Mittel, dass das nicht weiter rosten kann. Dann habe ich einen Maler gefunden, einen Kollege aus der Feuerwehr. Er hat mir die Farbe zubereitet für den Anstrich und hat mir gesagt, wie ich es streichen soll. Vorher musste alles abmontiert werden, die restlichen Zierstreifen, Wappen, Scheiben da von der Maschine, Fabrik Görlikon und alles, muss alles weg, dass ich gut arbeiten kann. Das habe ich über Handleiter, also wieder die Handleiter ist, und das Fahrgestell da, das Gestell da im Glas, mit dem habe ich dann die Arbeit aufgenommen und immer mit dem guten Wetter möglichst schnell gearbeitet.
Am Anfang war das dennoch noch nicht schwierig, vor allem denn wieder die Zierstreife. Woher bekomme ich das? Die fehlenden Buchstaben, die fehlenden Zahlen, das haben nicht alle gewählt, sondern nur ein Teil. Da hat man mir gesagt, dass ich bei der SBB, wo das Museum ist, in Puck, also die haben das Museum dort und da liegt lauter Material von alten Loks. Das bevor zum Schrottplatz gegangen ist, nachmontiert worden. Für die Lok war das Wappen dort, die Nummern waren dort, die fehlenden Schilder. Und ich fragte, ob ich das bearbeiten oder haben könnte. Da wir auch im Museum sind, sollte das möglich sein, dass es einfach für diese Lok, die passende Lok, die Nummern wieder an. Keine Chance. Keine. Das ist archiviert und nicht mehr herausgekommen. Ich konnte dann 3 Wochen lang, 1 Monat lang die fehlende Sache haben und musste sie wieder zurückgeben. Unterdessen habe ich aus Kunststoff die nacharbeiten lassen, weil ich auch wieder einen guten Kollegen habe, der hat mir das günstig gemacht. Dann haben die Zierstreifen eben noch gefehlt. Dann habe ich das erwischt. Aus Österreich, ein Kollege her, der hat mir das bearbeitet und alles neu bekommen. Die Teile wurden alle neu bekommen, bis an 2, 3 Stück, die waren noch unten. Mit dem Chromleischen ist eben das wunderbare, schöne und frisch gestrichen. Dann war die Loks wieder sehr gefragt. Das Museum hat dann eben eine große Freude daran, dass man die Lok bei ihnen stationiert hat. Ich habe sie immer von außen schon einmal angesehen. Sie sieht wirklich sehr schön aus. Ja, ich habe mir alle Mühe gegeben, auch das Fahrwerk. Und jetzt in der Jahreszeit, was wir mal wieder im Frühling wieder frisch bearbeitet werden muss, weil sie von draußen steht. Und zudecken ist gar nicht gut. Es gibt Kondens und dann ist es noch fast schlimmer. Einfach mit Steinol kann ich die Oberfläche wieder bearbeiten. Es wird sein, dass ich ein bisschen 3 bis spätestens 5 Jahren die ganze Arbeit von vorne nochmal wieder machen muss, weil das Grün geht jetzt auch leider zurück. Und dann ist es weg. Aber sonst ist noch fehlend, das Dach ist noch nicht ganz hoch zugemalt, nur oben bis zur Kante. Man sieht es von der Passerelle auf die Maschine. Aber sonst würde ich dann eben als nächstes mal so Führerstand arbeiten, neu streichen, alles betrieben und das mal machen, dass mindestens ein Führerstand perfekt aussieht, wie das möglich ist. Ja, man sieht schon, dass sie hart gearbeitet hat. Das Pflegen ist schon ein wichtiger Teil, ja. Und ohne Pflege schießt es einfach schnell nach 2, 3 Wochen, fährt er weg aus. Dann sind da Viecher, die rumfliegen, die hocken ab und scheißen uns auf das Zeug runter. Das kommt auch dazu. Aber wie gesagt, es ist mir leider so ans Herz gewachsen, die Maschine, weil sie beliebt ist und ich habe die auch selber immer gut gepflegt und geliebt leider. Im Modell habe ich sie auch gehabt und habe mir sogar jetzt Spur 1, die große Lok, zugetan. Das war dann aber schon die rot gestrichen. Die waren eben später rot gestrichen. Ohne Wappen, ohne, obwohl Schweizer Wappen war drauf, aber keine Kantonslocken mehr, keine Wappen vom Kanton mehr. Nur irgendwo ein Name. Okay. Ja, das Erhalten dieser Lok versuche ich es so lange ich kann. Ich bin jetzt 81 und wie gesagt, solange ich kann, meine Kräfte da machen, mache ich das. Vorne noch aufs Wochenende, wenn die geöffnet ist, schaue ich, dass die Spinnenhuppen und das Zeug weg ist und einigermaßen sind. Oder wenn Leute eben gerne mal im Führerstand einsteigen oder dann ich den Schlüssel und dann gebe ich ihm die Gelegenheit, da hinsitzen und dann sagen, das sieht schon anders aus. Ja. Und das war ich das Faszinierende dran vom Ganzen.
Wie stehen denn die Chancen, dass sie mal wieder auf der Strecke fährt? Solange das Gerät, das ECS-Gerät, nicht eingebaut wird, ist keine Chance zu haben, auf der Strecke zu fahren. Das funktioniert alles nur noch mit dem Gerät. Die Züge können nicht vom Platz wegfahren, auf der Dritte, bevor sie sich nicht in der Zentrale melden. Da kommt der Befehl und alles und darum. Auch die Weiche kann nicht für die Lok gestellt werden, wenn nicht alles vorbereitet gelegt ist. Liegt man noch teuer vor, das einzubauen? Das wird ein teurer Spaß sein. Das Gerät kostet viel. Man könnte es machen. Dann ist alles okay. Dann müsste noch die Fahrbereitschaft sein. Neue Räder hat sie noch bekommen. Neue aufgezogen. Das ist aber gut. Wie gesagt, das wäre ja kein Problem. Und so muss man jetzt halt einfach sich begnügen mit dem Anschauen. Das ist schon so. Super, besten Dank für die Infos. Ja, bitte. Und, also, Sie haben eben auch zwei Feuerstände, Führerstände, wie der andere auch, halt praktisch alle. Bei den neuen Zügen ist halt eben ein Triebwagen vorne, die Lok, auf der anderen ist ein Steuerwagen. Das gibt es dann bei den alten, macht man zwei Loks. Das war auch im Gott hat einfach notwendig, dass sie ab und zu zwei Loks haben. Aber erst bald wurde dann die zweite Lok zugestellt, was dann aufgeht. Ja, auch so. Das Besondere dran war, wenn der Lokführer das Fußbrett verlässt und nach so und so vielen Sekunden das Signal oder das, die Information nicht einschaltet oder betätigt oder verändert die Geschwindigkeit oder der Bremse, dann ist die Gefahr, dass die Lok eine Schnellbremsung eingeleitet wurde, automatisch. Das heißt, wenn er einen Herzschlag oder so wäre, dass die Lok da nicht einfach weiter rast. Naja. Das war auch immer das Wichtige war. Die ist ja nach wie vor im Einsatz, die SIFA. Ja, ist halt noch im Einsatz, ja. Das ist immer noch bei der Cargo. Aber jetzt stoßen sie die Reste Cargo noch langsam ab. Mittlerweile ist alles elektronisch und die neuen Cargo-Lokes sind natürlich im Unterhalt viel einfacher. Da werden einfach Module ausgebaut und wieder eingebaut, was da alles überholt werden musste. Die Überholung war eigentlich in Bellinzona, der großen Lokfabrik. Da wurden sie überholt. Ja, also wie gesagt, ich bemühe mich dann einmal noch am Führerstand auf Top zu streichen, aber das Abdecken und Wegnehmen und alles sauber machen und die richtige Farbe und ausbessern, da muss man schon noch vieles machen. Arbeit wird nicht weniger. Ja, so ist es. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen, trotz der Tonprobleme. Leider hatte ich irgendwie die ganze Zeit ein Störgeräusch drauf, also irgendwas war da, was der Kamera leider nicht so gefallen hat. Ich habe das versucht rauszufiltern, so gut es ging, aber leider auf Kosten der Stimme. Jetzt habe ich noch ein kleines Goodie für euch. Wir gehen durch den Maschinenraum zum anderen Führerstand und das war's dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, wäre echt ganz cool. Und dann sehen wir uns zu einem neuen Video rund um die Lokorama in Romanshorn. So, hier gehen wir jetzt auch durch den Maschinenraum. Ich habe das Video mal ein bisschen entschleunigt. Ich bin jetzt was zu schnell da durchgegangen und ich sag's euch, es ist echt, echt eng da drin. Hat wirklich nicht sehr viel Platz. Vor allem, wenn man ein bisschen stärker ist, so wie ich, um es mal so zu sagen. Aber es war echt mal faszinierend, das Ganze von innen mal zu sehen. Ich meine, wie oft kann man das denn schon machen, bei so einer Lok mal innen durchzugehen? Wäre natürlich viel schöner gewesen, wenn sie auch gelaufen wäre dabei. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da drin ziemlich laut ist, wenn die dann läuft. Ja, und da sehen wir auch schon den anderen Führerstand. Ist interessant, dass man da so quasi einmal die Seiten wechselt. Und da sind wir auch schon durch. Das ist der andere Führerstand. Das ist eigentlich gleich wie der andere. Da hat es noch ein bisschen mehr Zeugs drin. Und ja, das war's. Also, bis denn dann.